gute Arbeit. Das hat Spaß gemacht. Ein Duell für die Geschichtsbücher. Alle werden darüber sprechen. Auf jeden Fall eine gute Übung. Übung? Das war wie ein Duell gegen einen Experten. Ich bin übrigens Sebastian Sallow. Dafür, dass du neu bist, bist du aber geschickt mit dem Zauberstab. Aber vielleicht war das ja nicht dein erstes Duell. Das war es. Ich habe meinen Zauberstab noch nie im Kampf benutzt. Ja, wir dürfen es ja nicht sagen. Doch, war es. Vielleicht habe ich ja ein Händchen dafür. Tu nur so, aber mich täuschst du nicht. Magie erfordert Willen und Talent. Weißt du, du wärst perfekt für eine bestimmte, nicht genehmigte Duellorganisation geeignet. Dass die jetzt genau da durchläuft, ist hart. Nicht genehmigt, klingt verdächtig. Ungenehmigt? Ich weiß ja nicht. Die Schulregeln gibt es aus gutem Grund. Ja, damit Schüler im Dunkeln bleiben. Auf so vieles sind wir angeblich nicht vorbereitet. Wenn du deine Zeit in Hogwarts voll ausnutzen willst, musst du ab und an auch mal die Regeln brechen. Ob du einem geheimen Duellclub beitrittst oder in die verbotene Abteilung der Bibliothek schleichst, man muss nur schlau genug sein, sich nicht erwischen zu lassen. Danke, Sebastian. Ich werde es mir merken. Gut, war schön mit dir zu sprechen. Wir sehen uns sicher bald. Vielleicht an einem nicht genehmigten Ort. Dann sehen wir, ob du Talent hast oder heute nur Glück hattest. Suche beim Eingang zum Glockenturm nach Lucan Brattleby, wenn du Interesse hast. Dann bis bald. Ich gehe nochmal rüber. Nein, sie hat nichts. Die haben auch nichts Besonderes zu erzählen. Ich schaue nochmal kurz nach. Revelio. Da kommen wir aktuell nicht rein. Auch nichts, ist auch nichts. Ja. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich das Reisen vor Flohpulver war. Okay. Glaube ich dir. So. Aufträge. Wir gehen jetzt erstmal. Wir machen es trotzdem, auch wenn ich nicht kein Freund davon bin. So. Haben wir hinten noch was, was uns interessieren könnte? Revelio. Nur eine astronomische Uhr. Schauen wir mal. Ja, macht 2-3 Umdrehungen, ist gut. Was haben wir hier hinten noch? Revelio. Auch nichts weiter. Okay. Also, hoch. Skelett eines Augury, okay. Ich gehe davon aus, dass es auch nur wieder. Ah, falsche Richtung. Was haben wir hier noch kurz? Sind unsere Hausaufgaben überhaupt gut?
Revelio. Ach, hier bin ich jetzt wieder. Okay. Lumos. Wenn man es hier doch komplett vergessen hat. Moment. Geh mal wieder weg. Du warst unten bei dem Gemälde. Das war ganz unten. Nee, ist ja wieder was anderes. Es erfreut uns, Lumos. Steinernen Herzen von solcher Arroganz. Revelio. Handbuch seines Gewählten zeigt den Jungen bei weißen Zauber Ilius, dem Dorf einer Armee von Dementoren. Wenn okay, ein dann habe ich. Besen jemanden trifft, dann hoffentlich sicher. Ja, das schaue ich mir gleich an. Warte nochmal. Kurz die Stäbe. Große Wandteppich. Der war hier nicht. Dürfte irgendwo auch hier gewesen sein. Okay. Mich verblüfft das alles. Okay, sich hier auskennen, ist hart. Ich muss ehrlich sagen, wir haben gnadenlose Leistung gemacht. Rauch auf jeden Fall Licht durchflutet. Große Fenster daneben dran. Der Durchgang. Meeressäulen, das kann eigentlich fast nur unten sein. Auf der Seite. Nee, das war das Treppenhaus weiter nach oben. Oder war das weiter oben? Ach nee, das war hier. Revelio. Ach nee. Funktioniert ja nicht, weil es war ja nicht direkt daneben. Das ist Suchen und Finden. Nee, hab mich nur vertan. Gut. Lass dir den Sieg über Cello bloß nicht zu kommen. Er wird sicher irgendwann eine Revanche fordern.
Revelio. Ach, da ist es. Lumos. Ich habe zwar noch keine Ahnung, was es bringt, aber ja. Okay, die Handbuchseiten Hogwarts, da schauen wir uns drin mal an. Aufträge, Einstellungen, Sammlungen. Werkzeuge, Gegner, Tierwesen, Wesen zu dem Beschwörung. Nein, da war es nicht drin. Handbuchseiten. Hogwarts-Brille. Mehr Handbuchseiten, das ist okay. Aufträge. Schließe zwei Hauptaufträge abgeschlossen. Das ist es noch nicht. Das ist noch diese zwei Nebenbeziehungen. Halbmondbrille. Okay, muss ich hier noch ein paar Sachen noch machen. Nebenbeziehungsaufträge ab. Hopp. Okay, irgendwas mache ich gerade noch. So, Aufträge. Wir gehen jetzt dahin. Passt. Nachher gehen wir hoch. So. Okay. Revelio. Ja, könnte ja irgendwo was sein, was wir brauchen. Ah, ist ein Schloss. Okay, da kommen wir aber nicht weit. Hui! Oh, nicht schon wieder! Ihr Pranks, ihr Maul, hat mir der Spaten erlaubt, in der Schüssel aus dem Eis auf! Solange ich bei einem Bad pro Woche bleibe, rücke man mir fürs Tauchen in den jungen Toiletten nicht zu Leibe. Bitte, Pete. Nicht aufhalten, das wollte Rancorous Korb. In eine Falle mich locken, in einen Gläser. Revelio. Zauber, sie versagten jedoch. Zur Vergeltung die Schule. Ich so schlagen man sie mir zu. Lumos. 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 Lotego. Levioso. Lumos. Revelio. Karte von Eggleshire, Handbuchseiten. Auf dieser Karte ist Eggleshire abgebildet, eine Region in Schottland. Die Heimat des schwarzen Hybridendrachen. Okay. Danke. Revelio. Ich hatte nur die Klammer.
Okay. Wo bin ich hier? Moment. Nein, das wollte ich doch gar nicht. Nochmal. So. Rebellion. Ah, ich bin auf Kell abgebogen. Die Tür habe ich nicht gesehen. Um Himmels Willen. Ruf des Uhrenturms. Revelio. Da drüben. Lumos. Revelio. Irgendwas hat der noch zu tun. Lumos. Protego. Ah, wieder mal okay. Auf Abenteuertour? Ja, stell dir das mal vor. Kann ich dir helfen? Okay. Sebastian meint, du wüsstest etwas über einen Club? Wenn Sebastian für dich bürgt, bin ich schon überzeugt. Ich leite die Duelle für die gekreuzten Stäbe. Eine Art Duellierclub. Teilnahme nur auf Einladung. Du musst Sebastian schwer beeindruckt haben. Das hoffe ich. Das höre ich gern. Das schmeichelt mir. Sebastian ist auch kein schlechter Duellant. Ist sicher ein Erlebnis, euch zwei in Aktion zu sehen. Wie läuft das mit den gekreuzten Stäben? Du kommst her, ich weise dich anderen Duellanten zu und wer am Ende noch steht, gewinnt. So können wir ein für alle Mal entscheiden, wer die besten Duellanten der Schule sind. Und um die Sache interessant zu machen, erhält der Gewinner einen Preis. Wie sieht's aus? Ich mach mit. Duelle sind ein guter Zeitvertreib. Ganz recht. Außerdem kannst du bei den gekreuzten Stäben mit einem Partner antreten. Das erste Mal trittst du mit Sebastian an. Das nächste Mal bringst du einen Partner mit oder du machst es allein. Na, willst du es mal versuchen?
Nicht jetzt. Vielleicht später. Dann komm zurück, wenn du den Mumm dazu hast. Mumm schon, aber ich habe noch was anderes zu erledigen. Wir müssen jetzt... Aufträge. Die erste Runde machen wir auf jeden Fall noch. Wir müssen ja eh noch so was, wie es ja so uns freigibt für Voraussetzung 2 Stufen. Was sagst du aus? Gesundheit, Verteidigung, Offensive. Keine magischen Eigenschaften, das ist okay. Keine magischen Eigenschaften, Verkauf hat 30. Besserung nicht möglich, Verteidigung 0. Na, ich bleib bei 6. Gut. Also kein Wesen habe ich noch nicht. Offensive erhöht um 6. Brauner Palmettenschall besonders. Okay. Traditioneller Schulumhang. Auch nicht mehr. Okay. Mein Inventar sagt auch, dass ich aktuell nichts habe. Sehr schön. Nein, ich wollte... dahin. Fuck, verfolgen. Nein, ich nutze die Schnellreise nicht aktuell. Ach, da unten. Hätte ich auch dran vorbeilaufen können schon. Nicht die Höhe. Revelio. Ja, sein kann, dass was ist. Nee. Gleiche x unterschiedliche Katzen, oder? Machen wir nochmal. Gut. In die Kiste. Talente, okay. Ach, das sind... ah. Okay. Ich kann eh noch nicht mehr, aber wenn ich mir hier unten anschaue, die drei Todbringenden, gefährlichen Flüche.
anwenden will ich es eigentlich nicht. Was ist mit dem Raum, Professor? Dasselbe habe ich mir auch gedacht, Dick. Vielleicht könntest du... Oh, entschuldigen Sie, Dick. Ah, da sind Sie. Ich hoffe, Ihre ersten Stunden liefen gut. Ja, schon, Professor. Das hörte ich von den Professoren Hackett und Ronan. Professor Fig hat Ihnen auf dem kleinen Umweg offenbar einiges beigebracht. Wo waren Sie nochmal? Bei Ruinen? Ich vermute, dass mehr hinter Ihren Reisen steckt, als Sie mir gesagt haben. Ist es nicht so? Hat Professor Fig nichts gesagt? Hat Professor Fig nichts zu meiner Ausbildung gesagt? Er ist immer noch sehr zugeknöpft, was die Details angeht. Nur ein paar Zaubersprüche hat er erwähnt. Revelio und Lumos? Ja, richtig, Professor. Aha, als wollte man einem Streeler ein Sonett entlocken. Trotzdem müssen sie auf dem bereits Gelernten aufbauen. Darum habe ich ihre Professoren gebeten, ihnen Zusatzaufgaben zu geben, damit sie schneller vorankommen. Das hat Professor Ronan erwähnt. Professor Ronan hat so etwas in der Art erwähnt. Professor Ronan wartet gerade draußen, um Ihnen Ihre erste Aufgabe aufzutragen. Kommen wir jetzt zu dem erwähnten Ausflug nach Hogsmeade. Wir haben dafür gesorgt, dass alles, was Sie unterwegs verloren haben, ersetzt wird. Samen, Trankrezepte und Zauberanweisungen. Danke, Professor. Und Mr. Ollivander stattet Sie mit dem perfekten Zauberstab aus. Sie sind im Unterricht gut mit dem geliehenen Zauberstab zurechtgekommen. Aber mit einem eigenen Zauberstab geht alles noch besser. Was können Sie mir über den Tränkeladen erzählen? Können Sie mir mehr über den Tränkeladen sagen, Professor? Bei J. Pippins Zaubertränke gibt es diverse Trankzutaten, aber Rezepte verkaufen sie nur selten. Professor Sharp hat darum gebeten, dass man dort bestimmte Rezepte für sie bereithält. Danke. Was ist Zauberkraft? Ich weiß nicht genau, was Sie damit meinen, Professor. Was ist das? Zauberanweisungen sind eine Art Rezept zum Beschwören von Objekten. Ich erzähle Ihnen mehr dazu, wenn Sie mit der Arbeit an Verwandlungszaubern begonnen haben. Danke. Ich weiß nicht genau, was Sie damit meinen, Professor. Zauberanweisungen sind eine Art Rezept zum Beschwören von Objekten. Ich erzähle Ihnen mehr dazu, wenn Sie mit der Arbeit an Verwandlungszaubern begonnen haben. Gibt es wirklich einen Ollivander hier? Ein Ollivander in Hogsmeade? Ja, sein Laden in der Winkelgasse ist wohl bekannt. Es ist ein wahrer Glücksfall, ihn in der Nähe zu haben. Mr. Ollivander ist ein hochkompetenter Handwerker und genialer Zauberstabmacher. Ich lasse mich nur von ihm ausstatten. Ich bin bereit, nach Hogsmeade zu gehen. Von mir aus kann's losgehen. Sehr schön. Bitte nehmen Sie zu Ihrem ersten Dorfbesuch jemanden aus Ihrer Klasse, mit der Sie herumführt. Vielleicht Sebastian Sello oder Natsai Omnai. Ich habe sie öfter mit Ihnen gesehen. Natti. Ich möchte mit Natti gehen. Ausgezeichnete Wahl. Miss Omnai ist eine der begabtesten Schülerinnen und kennt die Gegend. Sie sorgt dafür, dass Ihnen unterwegs keine von Victor Rookwoods Schergen begegnen. Rookwood? Ein ziemlich ekelhafter Einheimischer. Man geht ihm und seinesgleichen besser aus dem Weg, wie auch seiner rechten Hand. Theophilus Harlow. Sind Sie mit Professor Ronans Aufgabe fertig, wartet Ihre Begleitung am Schlosstor. Sie sollten sich sputen. Je eher Sie die Arbeit beenden, desto schneller können Sie in den drei Besen ein Butterbier genießen. Gut. Ja. Sprich mit Professor Ronan, um deine erste Hausaufgabe zu erhalten.
Aufgaben sind Aufträge, die von Hogwarts-Professoren gegeben werden und die mit neuen Zaubersprüchen belohnen, wenn du sie erfüllst. Die Belohnung für den Abschluss der ersten Aufgabe ist der Wiederherstellungszauber Reparo, den du für deine nächsten Aufträge benötigst. Du kannst die Aufgabe und ihren Fortschritt im Auftragsmenü in dem Handbuch einsehen. So, wir gehen mal ganz kurz noch auf die Aufträge. Zu ihm müssen wir, bevor wir zu Hogsmeade gehen. Da steht er. Ah, da sind sie. Mhm. Können Sie mir einen neuen Zauber beibringen? Ja, in der Tat. Einen wirklich nützlichen Zauber, den Wiederherstellungszauber Reparo. Der repariert wirklich alles. Jedes Objekt ist im Handumdrehen so gut wie neu. Hm, klingt, als könnte das nützlich werden. Öfter, als man es sich vorstellen mag. Wie Professor Weasley erwähnte, bin ich nicht der Einzige, der Ihnen Zauber außerhalb des Klassenraums beibringen wird, damit Sie mit Ihren Freunden mithalten können. Einige Professoren haben sich ebenfalls bereit erklärt, aber zuvor werden sie von Ihnen vorbereitende Aufgaben verlangen, um Ihre Zauberkunst zu verfeinern. Ich habe einige vorbereitet. Sehen Sie sie sich an und dann melden Sie sich bei mir. Dann werden Sie Reparo im Handumdrehen erlernen. Wofür sind diese Aufgaben? Warum muss ich für Reparo erst Aufgaben abschließen? Keine Unterrichtsstunde kann praktische Erfahrung ersetzen. Und diese Aufgaben werden Ihnen genau das beweisen. Erfahrung ist unerlässlich beim Erlernen einer neuen Magieform. Ich schließe die Aufgabe ab. Ich mache mich sofort an die Aufgaben, Professor.